Oh mein Gott. Linda! Bonnie! Okay, wieder ernsthaft, wow. Leute. Wir haben uns kurz gefreut. Jetzt ist wieder ist ernst. Jetzt, alle, die sterben können, sind wichtig. Wir gehen hier noch alle drauf. Es gibt keinen Ausweg. Tut mir so leid. Oh Gott. Bonnie, tut mir so leid. Er ist... Mi hermanito. Der ist tot. Oh, und du? Ich bin okay. Ja, bin okay. Diese Kannst Untertitel, du jetzt Alter. So ruhig sein? Bin ich nicht. Aber ich weiß, dass wir das alles hier nur überstehen, wenn wir uns jetzt zusammenreißen. Nur für eine Weile. Was ist dieses Ding da draußen? Keine Ahnung. Aber das heißt nichts Gutes. Und wir müssen so weit wie möglich weg von ihm. Tolle Idee. Und wie machen wir das? Ey, ganz kurz, Chat. Ich möchte nicht, dass hier über Until Dawn gespoilert wird, weil das ein Remake bekommt, ne? Und wir das auch nochmal spielen werden. Es gibt bestimmt Leute, die kennen das nicht. Ich weiß, das Spiel ist sehr alt, aber bequatscht das bitte, ne, privat. Das wäre schön. Lee, da kommen wir vielleicht raus. Mit etwas Glück finden wir von der Kammer aus einen Weg rein. Oh oh. Leute! Es kommt. Alles gut, kein Problem, Leute. Ihr seid trotzdem nett. Wir sind schon wieder zurück. Wie oft passiert das denn jetzt? Jetzt eskaliert alles. Ich sehe gar nichts. So seltsam. Alles okay? Ich bin etwas weniger benommen, aber der Typ ist gestorben. Vor unseren Augen. Kann es immer noch nicht begreifen. Das ist wirklich... Mein Herz ist zerbrochen. Mein Herz ist aber nur zerbrochen, weil ich es in noch größerer Zeitlupe gerne gesehen hätte. So richtig schön jeden einzelnen Frame hier langsam zerrissen wird, wie ich mein halb vertrocknetes Croissant aus meinem Schrank hole, was da schon seit 30 Jahren liegt, ja, im Heißhungermodus. Schön langsam. Oder Pizza mit Käse, wegziehen von der Pizza. Das hätte mir den, also das wirklich, das hätte mich echt glücklich gemacht. Das wirklich. Ja. War er dein Freund? Ich kannte ihn nicht sehr gut und er war eine echte Nervensäge. Punkt. Aber nein. Punkt. Er war okay. Nein, war er nicht. Das hat er nicht verdient. Doch, hat er. Niemand verdient sowas. Doch, hat er. Jaime. Was? Oh nein. Wenn es dir etwas besser geht, kannst du mir vielleicht erzählen, wo du hergekommen bist. Woran du dich erinnerst. Vielleicht hilft das? Was? Du meinst, Linda ist hier? Linda Castle? Ja, genau. Wir müssen sie finden, bitte. Wir sind Freunde. Ja, ja, gute Idee. Suchen wir nach Linda. Leute, ich hätte mir keinen geileren... Also, ganz kurz, ich hätte mir keinen geileren Tod für den vorstellen können, ne? Ich meine, das ging mir für meine Verhältnisse ein bisschen zu schnell, leider. Er hätte ruhig ein bisschen mehr Schmerzen haben dürfen, aber... Dieser Moment war einfach wunderschön. Es war wunderschön. Ich komme da nicht drüber hinweg, das war so schön. Mit seinem Gerede und seinem komischen, hochnäsigen Scheißgelaber. Da kommt er da an und dann, hui, wird aus dem einfach ein Mad-Eagle gekloppelt, Alter. Und der Preis hat gestimmt, du dumme Sau. Oh, das war ja wirklich, das ist das Beste, was heute passiert ist. Wirklich, das ist traumhaft. Stan, wir lieben dich. Du bist doch so sympathisch. Also wenn du tot bist, bist du super. Linda hier nach mir? Okay. Sie weiß nicht, dass du hier bist. Oh. Zumindest hat sie es nicht erwähnt. Oh, aber ich war doch eben bei ihr. Hä? Ach so? Ich glaube schon. Ich weiß auch nicht. In meinem Kopf ist alles durcheinander. Hey, mach dir jetzt keine Gedanken. Wir gehen einfach weiter. Ich glaube, ist ähnliches passiert wie Linda, oder? Sie scheint ja auch relativ verwirrt zu sein. Ich meine, klar, also wie auch nicht. Ne? Oh
Notieren wir, der Preis für Frechheit sind 2 Arme und 2 Beine und 1 Seele. Ja gut, ich glaube nicht, dass der eine Seele hatte. Also das ist zu viel des Guten. Die hat er irgendwo vorher verloren wahrscheinlich. Boah, ist das bescheuert. Okay, haben wir irgendwas? Ich will... Also Türen, ich... Türen, Türen. Maddie, hör auf, Türen. Du hast es einmal zu wenig gesagt. Auch nicht, wir können die alle nicht aufmachen. Linda muss sich ja an sie erinnern, oder? Ich meine... Wobei, sie weiß ja anscheinend fast gar nichts, obwohl sie es ja anscheinend laut Sam erlebt hat. Und dann kommt mir dann immer der Gedanke auf, wo ich mir dann denke, okay, ist sie vielleicht doch sass, die Linda? Aber das kann doch nicht sein, oder? Also es macht doch gar keinen Sinn. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Stans Seele war von Wish. Es war so schön. Er wird einfach weggeklöppelt, als wäre der irgendwie so ein Steak, was platt gekloppt werden muss von so einem Fleischhammer, Alter. Es war so schön. Ich werde da wahrscheinlich noch träumen. Es wird aber kein Albtraum sein, es wird ein feuchter Traum sein wahrscheinlich. Okay, das ist ein bisschen krank, aber, ne, aber... Wow, ein ganz normaler Raum. Wow! Kaum zu fassen. Ey, voll schön. Aber warum steht Schnappi auf dem Tisch? Was ist das denn? Sieht öde aus. Aber vielleicht trügt der Schein ja. Die Etymologie Ostenglanz. Die Geschichte von Lös und anderen Hundreds. Ich wollte gerade Hunde sagen, Leute. Kopf macht, was der Kopf macht. Versteckte Bedeutungen. Da unsere Sprache sich kontinuierlich weiterentwickelt, ist man sich über die Etymologie bestimmter Ortsnamen oft uneinig. Selbst scheinbar völlig offensichtliche Namen verfügen nicht selten über eine Unzahl verschiedener Bedeutungen. Historiker zweifeln beispielsweise daran, dass es in der Stadt Woodbridge in East Anglia je eine Holzbrücke gegeben hat. Und selbst wenn es eine gegeben hätte, ist es angesichts des Aufbaus der Stadt und der Technologien der ältesten aufgezeichneten Siedlungen unwahrscheinlich, dass die Brücke als innovativ genug erachtet worden wäre, um die Stadt danach zu benennen. Okay, aber warum? Also warum dann? Hä? Hallo? Alles andere als öde. Wer hat denn das da reingeklebt? Oh nee, ist das hier so eine Art Necromotikotokomokotokon? Wo die Leute da im Wald sind mit den langen Zungen und wo die da durch den Wald fliegen und so wenn man das so vorliest, kommen die mit der Drohne durch den Wald geflogen und so. Nicht laut vorlesen, Maddie, bitte! Der Mensch scheint durch sein Blut an diese Welt gebunden zu sein, denn wird es vergossen, findet er sich in der nächsten wieder. Wenn eine Seele also auf natürliche Weise von einer Realität in eine höhere gelangt, wenn ihr Blut vergossen wird, ist es doch nicht weiter verwunderlich zu erfahren, dass diese Blutvergießen die Aufmerksamkeit der höheren Realität auf sich zieht. Daraus können wir schließen, dass allein das Nehmen eines Lebens und nicht etwa die Reise unserer Seelen die beiden Welten zusammenführt. Diese Zusammenführung kann selbstverständlich nur von kurzer Dauer sein, denn sonst hätten die unzähligen Tode in unserer Welt längst zu einer dauerhaften Verknüpfung beider geführt. Gesetzt den Fall, dass diese gegenseitige Annäherung zeitlich begrenzt und möglicherweise auf Orte und Momente beschränkt ist, an und in denen ein Leben genommen wird, können wir davon ausgehen, dass wir in der Lage sein sollten, sie durch das vorsätzliche Opfern von Leben zu erzwingen. Diese Opfer erlauben es uns, unsere eigenen Tore zwischen dieser und der anderen Welt zu erschaffen und sie möglicherweise zu passieren, während wir noch am Leben sind. Oh, welche Weisheiten uns in den Welten der Alten wohl erwarten, welch Wissen wir durch ein weiteres Opfer gewinnen könnten. Ist das vielleicht das Ziel? Die Rückkehr hingegen ist ein anderes Thema, wenn der Tod unserer... Ja, warte mal, ich will weiterlesen. Das ist das Ziel? Die Leute zu opfern in anderen Welten, damit man mehr Wissen erlangt? Damit man ein bisschen höher kommt? Kann ich weiterlesen, leider. Ich weiß immer nicht, warum die so aggressiv dieses Buch zuklatschen, so, weißt du, so... Kein Bock mehr! So habe ich das Buch auch mal zugeklatscht, wenn wir damals in der Schule immer so eine Schullektüre hatten. So, wenn die Stunde zu Ende war, bam! Weg!
Geh in die Wand! Warum so aggressiv? Ich meine, das Buch kann doch nichts dafür. Das ist doch nur ein Buch. Das ist wahrscheinlich für eine Spieluhr, oder? Okay. Nichts. Nichts und wieder nichts. Was? Oh, der Talisman. Andenken früherer Opfer, die zu Schutztalismanen werden können, wenn man sie trägt. Nimm's mit. Warte, ich kenne das. Das war... Nein, das kann ich... Sag es! Nicht was? Das gehörte einem von Frank Stones Opfern. Frank Stone? Der Killer. Aus dem Stahlwerk. Aber wie kommt das hierher? Ich hab's auch gesehen. Da war ein Buch, in dem stand, dass es irgendeine Art Schutz bietet oder so. Ich dachte, den gibt's nicht wirklich, aber... Also, sollte es eine von uns tragen? Zum Schutz? Oh nein. Oh nein, hör doch auf. Ich hab keinen Bock mehr, Leute, wirklich. Ich habe keinen Bock mehr. Warum müssen wir jetzt wieder hier die 50-50-Chance mitnehmen? Das ist doch scheiße, Mann. Das ist doch kacke, Alter. Wann? Vielleicht sollte ich ihn tragen, du solltest ihn nehmen. Was soll ich dir denn erzählen? Es ist egal, für wen wir entscheiden. Wir müssen doch trotzdem irgendwie... Also... Vielleicht sollte sie ihn tragen, weil wir haben ja eigentlich unseren Talisman, oder? Ich weiß immer noch nicht, ob wir den weggegeben haben. Ich glaube aber schon. Nimm du ihn. Du hast genug durchgemacht. Ich meine, wir hatten doch einen. Vielleicht ist auch der nur für uns möglich irgendwie oder so. Das gehört Maddie? Das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Maddie hatte dieses, goldene Dingsbums. Sie hat ihren Talisman. Eigentlich. Deswegen ist es vielleicht besser, wenn Chris den trägt. Ich weiß nicht. Hä? Oh, du Was? Das ist doch der Ekelhafte, auf den alle so abfahren bei DBD, ne? Das ist doch der geile Killer, Junge! Der geile, sexy Killer! Ja, gib uns die Melodie! Lass uns saften! Und Leute, könnt ihr euch noch am Stuhl halten? Im Bett? Oh! Wow. Ein Geheimgang. Ich sag euch, es ist das Cluedo-Haus, das habe ich am Anfang schon gesagt. Da ist schon wieder dieses Bild. Guck mal, und ist euch mal aufgefallen, dass auf diesem Bild alle gleich aussehen? Ich glaube nicht, dass es dieselben Personen sind, Leute. Aber sehen trotzdem alle aus wie Augustine, ne? Warte mal, wo war denn das jetzt? Achso, da. Na klar, ein Geheimgang. Oh. Warum auch nicht? Erkennt man ein bisschen, oder? Ich schwöre, das sieht aus wie die Treppe runter zum Keller bei DBD. Also ist zwar nicht so breit und die Wände nicht so löchrig. Aber ich meine, das rote Licht passt. Wo sind wir jetzt? Was ist hier los? Kann das sein, dass die Personen auf den Bildern irgendwie älter werden? Also, hä? Das sind wahrscheinlich auch die gleichen Personen, oder? Weißt du? Hä? Was ist denn das? Wo sind wir denn jetzt? Wir brauchen eine Kassette, oder? Patient Frank Stone, let's go! Hier spricht Dr. Lieber. Ich führe richterlich angeordnete Therapiesitzung 5 mit Frank Stone durch. 28. März 1961. Hm? Nach unserer 1961? Letzten Sitzung ist etwas passiert, Frank. Das war vor über 60 Jahren. Ich habe einen Pfleger angegriffen. Maddie!
Oder wir können uns... Also ganz kurz, wenn du jetzt immer noch nicht gecheckt hast, dass Augustine da die Oma ist und alles andere auch, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Ich weiß, du bist ein bisschen verwirrt, ja? Zähl doch mal 2 und 5 zusammen, Mensch. Mein Gott. Zu machen. Sagen Sie, fühlen Sie sich je von einer höheren Macht berufen? Ihr Instinkt, anderen Schmerzen zuzufügen, sie zu bestrafen, ist vielleicht nicht völlig fehlgeleitet. Sie müssen Verantwortung übernehmen. Ja, laber ihn zu. Laber ihn zu. Nicht nur für ihre Vergangenheit, sondern auch für ihre Zukunft. Ja. Sie haben eine Zukunft. Sie könnte grenzenlos sein. Ja, natürlich. Vertrauen Sie mir einfach. Natürlich, vertrauen Sie mir einfach. Wenn man das so sagt, in dem Ton, ne? Sofort wie Stan einfach da den Fleischhammer auspacken. Dr. Lieber übte starke psychologischen Einfluss auf Frank Stone aus. Ja gut, das ist ja mittlerweile bekannt. Ja, seid ihr abgefuckt, dass wir es rausfinden, ne? Guckt nicht so sauer. Was ist das? Wir finden einfach nichts. Ich weiß nicht, warum man so oft diese Kiste bekommt. Oder bin ich blind? Warte mal. Da. Da war's. Komm schon. Gönn! Ja! Das Opfermesser! Nee, hab ich auch noch eine Puppe gesehen? Die Zwillinge! Die sind gruselig. Ist nun mal so. Junge, diesen Killer habe ich immer so eklig gefunden. Der kommt einfach aus der Magengrube rausgekrochen, als würde die einfach den nochmal gebären. Junge, was für eine dumme Scheiße! Sind die bescheuert? Ich mag die Zwillinge. Super Zwillinge, super Killer, klasse. Macht Spaß. Bitte komm nicht durch meinen Monitor. Du Drecksau. Du dreckiger Pisser. Das haben sie persönlich genommen, ne? Sorry. Chris? Aber wir müssen weitergehen. Bringt ja nichts. Nochmal? Meint ihr, das geht nochmal? Nee. Der ist ja weg. Ih, guck mal, der ist einfach rau. Hat sich natürlich in Luft aufgelöst. Klasse. So, wir gehen weiter, Leute. Glaube ich. Oder auch doch nicht. Oh, okay, wir waren jetzt hier, damit wir das abhören können, oder was? Und noch ein paar Goodies mitnehmen können. Das heißt, wenn wir das jetzt nicht angeguckt hätten, das Buch, dann hätten wir das alles nicht gesehen, ne? Dann hätten wir nämlich auch den Schlüssel für die Spieluhr nicht gefunden, wir hätten die Spieluhr nicht aktiviert, der hätte das, den Geheimgang nicht geöffnet, hätten wir das alles nicht gehabt. Weil ich meine, hier geht's ja nicht weiter, wir müssen ja einfach wieder zurück. Oder bin ich... Oh, okay, ich halte mein Maul. Ich dachte, wir sind krass. Hä? Auf einmal Zimt. Du musst das verstehen. Warum sollte ich? Ich kenne dich nicht mal. Linda! Wo ist Dan? Hm? Er ist tot. Was? Ah, dieser Volltrottel. Wie kannst du das sagen? Er war ein Mensch und... Nein, war er nicht. Er ist tot. Ja. Scheißegal. Was euch vor Augen führen sollte, wie ernst die Situation wirklich ist. Für uns alle. Stan wollte uns vor dir warnen. Und jetzt ist er tot. Meines Wissens ist das deine Schuld. Junge, die wollen mir erzählen. Guck mal, Linda geht mir langsam auf den Sack, Leute. Wirklich, es tut mir wirklich leid, ne? Ich weiß, die Frau ist auch verwirrt, die will es auch checken und so. Aber die kann mir doch nicht erzählen, dass die einem Stan, der pure Scheiße labert, die ganze Zeit egoistisch ist, mehr vertrauenswürdig ist als ein Sam, der nicht 80 Jahre alt ist. Hör doch auf! Linda! Glaub mir,
Ich mochte den Kerl nicht, aber... Ich glaube dir kein einziges Wort. Du bist nicht Sam Green. Du bist nicht aus Cedar Hills. Junge, ihr seid so dumm. Ich gebe zu, zwischen uns liegen Entfernung und Zeit und noch viel mehr, als du denkst. Aber wer auch immer ich für dich bin, du kannst mir trauen. Das musst du. Nenn mir einen guten Grund. Du hast Augustins Archiv gesehen. Sie sammelt nicht einfach nur jedes Stück von eurem Film. Sie sammelt jedes Stück von dem Film, das jemals möglicherweise hätte existieren können. Was soll das bitte schön heißen? Oh. Weil sie verhindern will, dass Frank Stone draufgeht. Oder was? Du kannst nichts davon beweisen. Du gibst uns keinerlei konkrete Tatsachen. Oder Antworten. Nur Zweifel. Es ist eine komplexe Situation. Augustin war da sehr klar. Gib ihr den Film, dann hilft sie uns. Ja, klar. Und das macht dich nicht misstrauisch? Doch, tut es. Aber dir vertraue ich auch nicht. Linda! Linda! Oh, jetzt kommt der Zeuge! Was ist passiert? Wir waren im Stahlwerk und... Was? Du bist so alt! Wenn das irgendjemand mal zu mir sagt, dann bringe ich mich um. Dann habe ich keinen Bock mehr! Oh Mann. Sowas. Solche Dinge, die können passieren. Manchmal. Ist das etwa euer Film? Ja, ist es. Eigentlich führe ich Regie. Schicksal geändert? Hast du dein Stück vom Film? Ja. Dann zeig's mir. Leute, ganz kurz, ich will jetzt hier nichts beschreien, aber wir erinnern uns an die ganzen Zeitungsartikel zurück, wenn man den Film geguckt hat. So ein bisschen The Ring-mäßig. Und jetzt stehen die da vor einer Leinwand und... Warum sind diese Filmbänder so wichtig? Woher wissen wir, dass er sie nicht einfach selbst behalten will? Tun wir nicht. Aber das Risiko müssen wir eingehen. Dann geht das mal bitte ein bisschen schneller ein. Alles, Mann. Ich muss den echten Film sehen. Was? Wo ist es? Mann, ey. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Nein, es war genau hier. Es war hier drin. Was ist mit Stans Stück? Hat es jemand gesehen? Was ist damit? Es muss noch in seiner Tasche sein. Bei der Leiche. Ich weiß nicht. Kann's nicht sagen. Augustin zieht dir eine Menge Fäden. Sie war uns meilenweit voraus. Hey! Hast du, was du wolltest? Bist du fertig mit den Spielchen? Warum lässt sie uns den Film ansehen? Ja, warum? Warum? Warum guckt ihr euch den Film an, ihr Idioten? Wollt ihr mich verarschen? Ich konnte nichts machen.
Und da sehen die... Mom! Nein. Nein, so war es nicht. Sieh nicht, Maddie. Sieh es dir nicht an. Ich halte das nicht mehr aus. Ich muss hier weg. Ich muss nach Hause. Jetzt wird's wild. Also wir waren in der alten Maschinenhalle. Da haben Chris, Jaime und ich einen Weg in Franks Versteck gefunden und... Das war von... Ich weiß. Das ist übrigens auch Sam, Leute, ne? Nur mal kurz zum Verständnis. Bleib genau hier, bis ich zurück bin. Verstanden? Aber Dad... Müssen Zeitreisen sein. Also... Ich dachte, das wären die gleichen Menschen, aber... Check ich nicht. Was? Jetzt sind wir einfach Sam. Aber minus 40 Jahre. Oder 50. Oh mein Gott. Wo ist denn Linda jetzt hingerannt? Ja, also das ist nicht der Sam aus, also der 2024 da rumstempelt, das ist richtig, aber ich will, aber wie? Gott, ich bin zu spät. Oh nein, hinter dir. Nein, nein, Dad, ich bin's. Verdammt, ich sagte doch. Was ist passiert? Warte, ich komme mit dir. Ich muss helfen. Nein, Robert. Das Ding da unten ist zu gefährlich. Du darfst nicht verletzt werden. Oh nein. Aber ich bin schuld. Ich habe sie reingeführt. Ich. Wenn du nicht gehorchst, kann ich dich nicht schützen. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass du gehorchst. Tut mir leid. Nein. Tut mir leid. So dumm. Ach du Scheiße. Finde Linda. Hä, wurde die einfach jetzt verschleppt oder was? Was ist denn das für ein Scheiß? Alle werden umgebracht, aber Linda nicht, oder wie? Oder ist sie weggerannt? Hatten wir nicht eine Taschenlampe? Nichts. Überall nichts. Oh. Oh. Warte mal. Überall nichts. Das muss mit diesen Kids und ihrem verflixten Film zu tun haben.
Impuls! Linda. Okay, wir haben wieder das Ding zum Film. Aber wieso hat Linda das hier hingeschmissen? Diese Kamera. Philipp. Vielleicht ist sie ja der Schlüssel zu allem. Okay, immer wenn wir rote Sachen sehen, irgendwo müssen wir sofort die Kamera in die Hand nehmen und filmen. Sam, mach keinen Scheiß. Sam, hast du alles richtig gemacht? Etwas stimmt nicht. Ich glaube... Hä? Er ist hier. Nein! Reden wir von Frank? Warte, dann hat er sie wahrscheinlich in den Kerker reingeschleppt, da in sein komisches Spielzimmer, oder nicht? Muss ja. Aber warum wird sie verschleppt? Jo Leute, ich bin hier gerade in einem Lost Place. Ich habe Blutflecken gefunden. Ich glaube, ich folge dieser Spur. Ich weiß nicht, ob da was passieren kann. Ich bin mir nicht sicher. Die Tür aufmachen? Nee, alles zu. Müssen hier drüber. Oh shit. Oh, es zeigt uns die Richtung an. Guckt. Zurückgesteckt! Meine Güte! Richtig so, Sam, genau so, Junge! Jetzt wird zurückgeschlagen! Noch mehr Zeichen. Es ist ein einziges Labyrinth. Und da geht's runter. Bin da? Okay, warte mal. Wenn es da runter geht, was machen wir denn dann hier? Oder geht's hier auch runter und... ist einfach nur ein anderer Weg. Ich will alle Ecken und Kanten mitnehmen. Ich will alles irgendwie hier einmal durchleuchten. Ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt irgendwie was finden können. Wahrscheinlich sind das einfach nur Gänge, wo man sich drin verlaufen kann und einfach ein bisschen Katz und Maus spielt. Oder man findet was. Let's go! Hätte schwören können, mit Sam hätten wir fast nichts oder hätten wir nichts finden können in dem Moment, weil... weiß ich nicht. Fühlt sich irgendwie nicht so an, als würde das gehen. Ist hier irgendwas? Nichts. Gar nichts. Tür? Auch nicht.
diese Kameraperspektive ist ultra eklig, oder? Ja, so ein bisschen Outlast-Vibes. Nur halt in den 60ern. Oder in den 80ern, wenn man jetzt genau sein möchte. Weil ich gar nicht weiß, wo die Kamera herkommt und wie alt die ist. Hey Leute, dann lass uns mal Linda retten, oder? Warte mal, lass uns mal kurz hier gucken. Vielleicht können wir hier auch noch was finden. Ich habe das Gefühl, wo wir nämlich gerade zuerst entlang gelaufen sind, der Weg. Nichts. Nichts. Diese Geräusche, Alter, was ist das? Warte mal, einmal kurz die Treppe hier hoch. Vielleicht liegt da ja was. Nichts. Okay. Dann scheiß drauf. Jetzt wird getanzt. Linda. LOL! Man kann damit einfach diese Püppchen sehen? Scheiße. Ich muss ihr helfen, bevor es zu spät ist. Oder bin ich gerade dumm? Seht ihr das? Was ist das? Sam, ich möchte bitte da runter. Was ist mit dir? Ist das, als hätte sich das bewegt? Weiß nicht, ob das Absicht war. Ja. Wir folgen auf jeden Fall weiter in der Blutspur. Oh ja. Oh ja. Komm her, Baby. Komm her. Komm her. Na. Ja, ich glaube, ihr habt recht. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Oder die Leute haben einfach nicht daran gedacht, dass so Idioten wie ich hier rumrennen und einfach die ganze Zeit Kamera filmen. Toll. Da geht's auch schon wieder weiter, hä? Eine Puppe! Let's go! Sam häuft richtig auf hier! Diese Monstrositäten sind überall. Ich habe keine Zeit dafür. Aber haben wir die schon gefunden? Die haben wir schon gefunden, ne? Ich wollte gerade sagen, die kennen wir doch schon. Scheiße. Hab mich voll gefreut. Okay. Ich hab gesagt, wir tanzen. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Das war knapp! Das war sehr knapp! Ich dachte gerade, Sam wird hier zum Kunstdampf verarbeitet. Weiter geht's. Es wird getanzt. Mal mehr, mal weniger. Der war aber auch stürmisch unterwegs, ne? Ich hätte die Tür aufgetreten. Hätten wir hier sterben können jetzt? Okay. Kannst du stehen? Okay, los. Weg hier. Alter! Ich halte es auf. Oh shit. Oh shit. Schneller! Was ist das? Lass es! Oh
los! Bitte, 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 bitte! Mach es weg! Mach es weg! Nein! Nein! Zurück, Junge! Jetzt kann er mir nicht entkommen! Lass es! Lass es! Nein, die Kamera ist am Arsch! Die Kamera ist am Arsch! Los! Aber wenn du mir zusammenfällst, ich schwöre es dir! Was ist los? Was? Falscher Zeitpunkt! Einfach Ghostbusters Geisterfalle! Einfach die Ghostbusters Geisterfalle! Alter. Haben wir es gestoppt? Ich glaube. Ist es vorbei? Wenn ihr das nicht kaputt macht, ist es dann, glaube ich, safe, oder? Nein. Für uns bleibt noch eine Sache zu tun. Oh, Leute, bitte. Hört auf, ich kann nicht mehr. Bitte hört auf.